Ford Everest, so heißt das neue SUV der Amis. Außerhalb der USA ist der Everest vor allem im asiatischen Raum sehr verbreitet. Hierzulande kennen wir ihn eher weniger. Das liegt daran, dass der Everest mit den in Deutschland verbreiteten SUVs nicht viel gemein hat. Das Modell basiert nämlich auf dem Pickup Ranger. Damit ist auch der Everest vergleichsweise robust und geländetauglich gebaut. Optisch sehen sich die beiden auch sehr ähnlich. Scheinwerfer, Grill und Schürze sind nahezu identisch. Einen richtigen Unterschied erkennt man erst am Heck. Wo sich beim Ranger die Ladefläche befindet, ist im Everest Platz für Kofferraum und eine dritte Sitzbank. Nicht nur die Optik, auch die Motorisierung übernimmt der Everest vom Ranger. Das Topmodell wird von einem 3 Liter V6 Diesel angetrieben. Der nächst kleinere Motor hat 2 Liter Hubraum, schluckt ebenfalls Diesel und kommt mit bis zu 2 Turboladern. Ford bietet aus dem eigenen Portfolio aber auch eine Variante mit 2,3 Liter EcoBoost Benziner an. Die wird jedoch erst 2023 auf den Markt kommen. Im Innenraum gibt es keine analogen Anzeigen mehr. Hier dominieren die Bildschirme, sowohl hinter dem Lenkrad als auch hochkant in der Mitte. Den Ford Everest wird es in den Ausstattungsvarianten Sport, Titanium und Platinum geben. Je nach Modell verfügt das Auto über beheizte und belüftete Sitze mit Memory-Funktion in der ersten Reihe. Auch beheizte Sitze in der zweiten Reihe sind dabei. Die Topmodelle kommen außerdem mit elektrischer Parkbremse, kabelloser Ladestation und USB-Buchsen in allen Reihen. Apropos kommen, ob der Everest jemals nach Deutschland kommt, steht in den Sternen. Aber da auch Volkswagen diese Plattform künftig nutzen wird, könnte uns in Zukunft auch ein VW-Ableger des Everest entgegenfahren.